Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Landesregierung begrüßt ausdrücklich die Vorlage des Gesetzentwurfs der CDU und SPD-Fraktion am heutigen Tag zu diesem Thema. Ich will mal beginnen damit, wenn wir morgens unterwegs sind, egal wohin, zur Arbeit oder einkaufen oder sonst wohin, dann kann man sehr schnell feststellen, dass irgendeiner unserer Mitbürger krank ist. Zum Beispiel hat er einen Gips ab, ein Gipsbein. Zum Beispiel ist er transplantiert. Zum Beispiel hat er eine große Narbe. Das sind Krankheiten, die kann man erkennen. Und wir fragen dann auch schnell, was ist denn passiert? Bist du gestürzt oder hast du sonst was, was wir nicht erkennen können? Das sind psychische Erkrankungen. Und so wie Hermann Schad es auch gesagt hat, auch schon im Bereich der Kinder, die an manchen Stellen viel Verantwortung übernehmen müssen. Und deshalb kann diese psychische Erkrankung jeden von uns, wie wir hier sitzen, morgen treffen. Durch irgendeinen Umstand. Eine psychische Erkrankung stellt aber nicht nur den Betroffenen vor große Herausforderungen, sondern auch seine Familie, seine Angehörigen, sein Umfeld, seine Freunde. Auch die müssen diese Erkrankheit mittragen und deshalb ist es gut so, dass das Ziel, das heute mit diesem Gesetz ist, eine bessere Grundlage zu schaffen. Eine Grundlage, Dr. Jung hat es eben gesagt, eine Grundlage zu schaffen, den Menschen mit psychischen Erkrankungen weiterzuhelfen, zu entstigmatisieren und, lieber Hermann Schaaf, auch deren Inklusion zu stärken. Indem wir unterwegs sind, indem wir deutlich sagen, wir müssen diesen Menschen, wo wir die Krankheit nicht auf den ersten Blick erkennen, und zwar aus allen Schichten, auch wirklich helfen. Und mit diesem vorliegenden Gesetzentwurf werden den Betroffenen Anlaufstellen aufgezeigt, Hilfestellung gegeben. Wo kann ich mich hinwenden? Oft deren Angehörige, nicht der Betroffene selbst oder die Betroffene, weil sie nicht mehr in der Lage ist. Also eine Anlaufstelle, frühzeitige Unterstützung und auch Hilfe zu bieten. Ein wichtiges Anliegen ist aber auch durch präventive Maßnahmen Unterbringung ohne oder auch gegen den Willen der betroffenen Menschen sowie Zwangsmaßnahmen zu vermeiden. Ein wichtiger Aspekt und ein besonderes Anliegen dabei ist die Stärkung der Stellung der Selbsthilfe. Bürgerliches Engagement stellt gerade bei der Versorgung von Menschen mit diesen Erkrankungen, also den psychischen Erkrankungen und deren Umfeld, einen unverzichtbaren Beitrag dar. Selbsthilfe trägt dazu bei, eine psychisch erkrankte Person ihren Lebens- und Gesundungsweg wieder selbst in die Hand zu geben und dabei auch aktiv zu unterstützen. Und deshalb ist es gut so, liebe Dagmar Heib, dass du da nie nachgelassen hast an dem, du hast dich selbst zitiert, ich brauche es nicht zu wiederholen, auch heute mit einer großen Mannschaft um euch alle herum hier vorzulegen. Die Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung und die Behandlung gegen den Willen der betroffenen Person sowie Zwangsmaßnahmen sind wirklich das letzte Mittel. Das letzte Mittel, wenn andere Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten nicht mehr ausreichen, um die Betroffenen und die Allgemeinheit vor Schäden auch letztendlich zu bewahren. Und sie stellen gravierende Eingriffe in elementare Grundrechte dar. Da ist es von ganz besonderer Bedeutung, dass bei allen Hilfen und allen Maßnahmen aufgrund dieses Gesetzes auch die individuelle Situation des betroffenen Menschen Rücksicht genommen wird. Da muss man reden, da muss man Anlaufstellen haben. Seine Würde, seine Persönlichkeitsrechte und sein Recht auf Selbstbestimmung und auch auf sich selbst zu achten, ihm oder ihr dabei zu helfen, um die Einhaltung der Rechte dieser betroffenen Menschen in der für sie einschneidenden und ganz belastenden Situation der Unterbringung besonders in den Blick zu nehmen, wird eine Besuchskommission eingeführt. Und das ist auch gut so, da die Einrichtungen unangemeldet nicht so besucht werden können und überprüft sowie Anregungen und Anstandungen auch dann entgegennehmen. Auch das ist eine Hilfestellung. Es werden außerdem Regelungen zur Dokumentation und Überprüfung der Zwangsmaßnahmen eingeführt. Das ist wichtig für die Betroffenen, für alle. Mit dem Gesetz wird zudem die wichtige Position des saarländischen Psychiatrie-Expertenrates gestärkt. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem Gesetzvorschlag. Daneben steht der Entwurf erstmals
die Einstellung eines Landespsychiatrieplanes und die Einführung eines speziell auf die Belange des Saarlandes zugeschnittenen Psychiatriebeirats vor. Damit werden Möglichkeiten geschaffen, adäquat auch auf Veränderungen zu reagieren und gleichzeitig diese Vorgabe als Mittel der Qualitätssicherung und als Steuerungselement der Versorgungselemente. Ich will es dabei belassen, will mich ausdrücklich bedanken bei der Großen Koalition, bitte um Zustimmung heute in erster Lesung für diesen Gesetzentwurf. Unser Haus, liebe Andrea Scholl, wird das auch weiterhin mit sehr viel Engagement begleiten. Vielen Dank.